heute wäre ich Bob verschrotten. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese Scheißkisten mit diesen scheiß vielen Kilometern. Deswegen bin ich hier auf dem hiesigen Schrottplatz. Weg mit der Kiste. Seid ihr wahnsinnig? Ich verschrotte doch nicht Bob. Und damit herzlich willkommen zu einer völlig fantastischen neuen Folge unseres Vlogs. Macht es tatsächlich Sinn, einen Van zu kaufen mit 400, 500.000 Kilometern auf der Uhr, oder ist das einfach nur reine Geldverschwendung? Darum soll es heute nämlich gehen, denn Bob hat jetzt bald 400.000 Kilometer drauf und gekauft habe ich ihn mit 370.000. Baujahr 2011 war so recht gut in Schuss eigentlich, bis auf die üblichen Roststellen, die man von Sprinter-Craftern kennt, aber ansonsten sogar fast durchrepariert. Mit so ein paar Rechnungen vorliegen, es sprach eigentlich nichts dagegen. Natürlich kommt dazu, dass ich Kfz-Mechaniker bin. Da ist so die Hemmschwelle, so ein Auto zu kaufen, wesentlich geringer als bei jemandem, der sich vielleicht nicht so richtig mit Autos auskennt. Und deswegen mache ich diese Folge. So viele Leute fragen mich tagtäglich, ob es Sinn macht, ein Auto mit 4 Kilometern zu kaufen. Worauf ist dabei zu achten? Macht man es überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Und ich sage euch hiermit, ja, das macht Sinn. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt, auf den man achten muss. Oder besser gesagt, es sind zwei. Punkt 1, das Checkheft. Das Checkheft ist tatsächlich mittlerweile eines der wichtigsten Bücher, die ihr in jedem Auto haben solltet, worin man, wenn es eine gute Werkstatt ist oder wenn ihr in einer guten Werkstatt seid, wirklich alles durchweg abgestempelt ist und somit sich natürlich eine gewisse Historie ergibt. Und wenn man dann auch noch eine Werkstatt hat, die nicht zu faul ist, da Sachen reinzuschreiben, zum Beispiel Luftfilter ersetzt, Pollenfilter ersetzt, Zahnriemen, Wasserpumpe ersetzt, hier steht sogar Servopumpe ersetzt, Diesel, Luftfilter neu, Pollenfilter ersetzt, Inspektion. Sowas ist perfekt und sowas ist immer ein sehr, sehr guter Indikator, ob das Auto auf die Jahre lang oder auf diese vielen Kilometer überhaupt gepflegt worden ist. Aber nichts lässt sich leichter fälschen als sowas. Man braucht einen Stempel von der Werkstatt, macht ein paar Kreuze und fertig. Deswegen, nächster kleiner Tipp von mir, lasst euch immer, wenn vorhanden, passende Rechnung dazu zeigen. Sind die Rechnungen vorhanden oder ihr seht auch anhand der Stempel, wo das Fahrzeug gewesen ist zur Inspektion. Fahrt da mal hin, ruft da mal an, lasst es einfach gegenprüfen. Ist die Wartung dort auf jeden Fall gemacht worden? Ist alles dort gemacht worden? Spricht überhaupt nichts dagegen. Kommen wir zu Punkt 2. Und damit ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Schaut aufs Baujahr. Bei hohen Kilometern empfiehlt es sich immer, auf das Baujahr zu schauen. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Auto von 2009 und der hat gerade mal 120.000 Kilometer auf der Uhr. Damit ist das Auto laut Adam Riese 10 Jahre alt und ist pro Jahr ungefähr 12.000 Kilometer gefahren. Lasst die Finger von solchen Autos. Das sind Wenigfahrerfahrzeuge. Und das ist so der allerwichtigste Tipp, den ich euch in dieser Folge mitgeben möchte. Als Mechaniker lernt man im Laufe der Jahre viel über Fahrzeuge, die viel rumstehen oder Kurzstrecken fahren. Und das ist das Tödlichste, was es für ein Auto gibt. Rumstehen ist immer scheiße. Von daher wisst ihr, wenn ein Auto gerade mal 12.000 Kilometer im Jahr gefahren ist, die letzten 10 Jahre, das kann nicht gut sein. Das bedeutet entweder Kurzstrecke oder es ist mal zum Urlaub rausgeholt worden oder. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Prüft auch hier das Checkheft, wobei das dann tatsächlich wenig aussagekräftig ist, wenn die Inspektion nur nach Kilometern gemacht worden. 12.000 Kilometer im Jahr, das ist einmal drunter gucken wahrscheinlich komisch. Ne? Also checkt das alles haargenau, aber wir können sowas tatsächlich nicht empfehlen.
Genauso verhält sich das mit Fahrzeugen, Baujahr 93 mit 400.000 Kilometern. Ihr braucht das nur mal aufs Jahr auszurechnen und schon wisst ihr quasi, dass das wenig Fahrerfahrzeuge sind. Nicht gut. Woran erkennt ihr sowas? Zum Beispiel an abgewetzten Seitensitzen, vor allen Dingen sowas wie hier. Meiner sieht sogar noch ganz gut aus. Das ist übrigens der Originalsitz. Ist ein bisschen durchgesessen auf den Seiten, aber noch vollkommen intakt. Ihr habt das bestimmt schon gesehen, dass Sitze vor allen Dingen in diesem Bereich oder in diesem Bereich komplett aufgerissen sind. Das liegt daran, dass jeden Tag mindestens 30 Mal aus dem Auto gesprungen worden ist. So ungefähr. Häufig sieht man sowas bei DBD, GLS, Hermes-Versand, Fahrzeugen. Da sieht das genauso aus. Und da könnt ihr von ausgehen, dass das Auto 100 Mal am Tag einfach nur Kurzstrecke gefahren ist. An, aus, ein, aussteigen, an, aus, ein, aussteigen. Sowas ist absolut tödlich für einen Motor. Teilweise werden solche Fahrzeuge auch absolut nicht pfleglich behandelt. Von daher, Fahrzeuge mit viel, viel Kilometern, einem jungen Baujahr. Fahrzeuge mit 4 Kilometern und einem jungen Baujahr, wenn ihr das dann quasi ausrechnet auf den Jahreskilometerverbrauch und das Fahrzeug hat ungefähr 30.000 bis 35.000 pro Jahr abgespult, das ist ein gutes Zeichen. Also vertraut dem ruhig, Fahrzeuge, die viel fahren, wo der Motor ständig läuft, man sagt bei uns immer so fast nie ausgeht, das ist immer sehr, sehr gut. Kommen wir allerdings zum Nachteil, wenn man das Nachteil nennen kann. Verschleißteile hat jedes Auto und im Endeffekt geht so ein Verschleißteil, je nach was es für ein Teil ist, auch mal kaputt. Mittlerweile ist ein Turbolader ein Verschleißteil, ein Auspuff ein Verschleißteil, eine Lichtmaschine, eine Servolenkungspumpe, ein Klimakompressor, eine Batterie, eine Unterdruckpumpe und so weiter und so fort. Wer unseren Vlog so ein bisschen verfolgt, hat schon gesehen, dass ich einige von diesen Teilen sogar schon getauscht habe. Unsere Servopumpe haben wir schon getauscht. Wir haben die Kardanwelle unten schon getauscht. Die Kupplung ist schon getauscht worden. Halt einfach Dinge, die in so einem Auto leben, aufgrund der hohen Laufleistung auch häufiger kaputt gehen. Ist völlig normal. Bob hat mittlerweile schon die zweite Kupplung drin, die zweite Lichtmaschine, die zweite Vakuumpumpe. Das heißt, so ungefähr, ich sage jetzt mal so alle 200.000, kann passieren, dass genau so ein Verschleißteil kaputt geht. Völlig normal. Macht euch da keine Sorgen drum. Das ist nichts Ungewöhnliches. Leider sind die Ersatzteilpreise heutzutage nicht mehr so niedrig, wie das früher mal war. Und so kann es schnell mal passieren, dass man für eine Lichtmaschine 500, 600 Euro bezahlt. Ist natürlich nicht schön, ist aber leider ein Verschleißteil. Bremsen, Vorderachsen und sowas, das ist eigentlich, darüber spricht man nicht mehr. Sowas ist, je nach Fahrweise geht halt mal eine Bremse kaputt. Auch hier ist das so, wenn ein Auto viel steht, geht auch eine Bremse viel schneller kaputt, als wenn das Auto viel, viel fährt. Völlig klar, Rost. Das macht Geräusche, die Bremsscheiben werden krumm, Belege fallen teilweise auseinander. Wenn Teile viel bewegt werden, kann es passieren, dass sie wesentlich länger halten. Mittlerweile berate ich recht erfolgreich schon Leute bei der Vansuche. Unter der Internetadresse findet ihr weitere Infos. Schreibt mich ruhig an, wenn ihr Fragen habt. Das fängt nämlich tatsächlich schon bei der Suche auf mobile Autoscout, eBay Kleinanzeigen an. Anhand der Fotos, anhand der Daten, die man bekommt, kann man unfassbar viel aus Autos rauslesen und spart sich damit den Weg, sich das Auto anzuschauen und dann doch enttäuscht zu werden. Fragt mich einfach, wenn ihr Fragen habt oder lasst euch komplett beraten. Wie gesagt, auf der Internetseite findet ihr alle möglichen Infos dazu. Auch im Zuge der Busbastler Akademie, verlinke ich euch unten drunter, wird es bald eine Van-Beratung geben für Leute, die gerade ein Van suchen. Tatsächlich ist es auf der Masse der Vans, die es in Deutschland gibt, der Gebrauchtfahrzeuge, gar nicht mal so einfach, das richtige Fahrzeug zu finden. Und da ist es immer gut, jemanden an der Hand zu haben, der sich mit sowas auskennt und euch Tipps und Tricks für die richtige Fahrzeugauswahl bereitlegt. Also schaut ruhig mal an, quatscht mich an. Also nochmal zusammenfassend, es ist überhaupt gar kein Problem, ein Fahrzeug mit viel, vielen Kilometern zu kaufen, wenn er jünger ist, sprich quasi, wenn man weiß, dass das Fahrzeug im Jahr viel gefahren ist
und wenn man ein ordentlich und echt gepflegtes Checkheft hat, abzuraten von Fahrzeugen wie zum Beispiel DHL, DBD oder auch Krankenwagen. Krankenwagen sind sehr beliebt in der Vanlife-Szene. Ich finde es sehr schwierig. Wir haben viele Krankenwagenfahrzeuge plötzlich in unserer Kundschaft, die einfach aus mir nichts, dir nichts Motorschäden haben. Was auch hier völlig normal ist, denn ihr müsst euch vorstellen, wie funktioniert ein Krankenwagen. Die stehen einen ganzen Tag oder halt je nach Großstadt stehen die an einem Fleck, sind kalt, dann kommt ein Notruf und dann werden die getreten, quer durch die Stadt geballert, ohne dass man warm fährt, ohne dass man überhaupt aufs Fahrzeug achtet. Ist ganz normal, hier geht es um Menschenleben, da ist Technik völlig egal und solche Fahrzeuge empfehle ich persönlich nicht. Wir haben tatsächlich auch viele Fahrzeuge, die super gut funktionieren als Krankenwagen. Ich habe selber eine in meinem Freundeskreis, die schon seit Jahren mit so einem Ding rumfährt und überhaupt noch gar keine Probleme hatte. Aber wie gesagt, ich als Mechaniker würde davon ganz einfach abraten, aufgrund dessen, dass die Motoren nicht so toll gepflegt sind oder zumindest von der Fahrweise her nicht so gut gepflegt sind. So, den Gabelstapler brauche ich nicht mehr, den fahre ich jetzt weg. Wenn ihr Fragen habt oder so, haut es in die Kommentare unten rein. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, haut es in die Kommentare rein, lasst ein Like da, folgen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem weiteren informativen Vlog. Bis dahin. Tschö. Oh, falsch. Tschö.